Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und auch an neue Zuschauer. Ja, wie versprochen, heute ist Tiken mit am Start, der Eloka. Und wir fahren GT4 im Maserati, 6 Runden im Imola. Ja. Mal sehen, wie es wird. Ja, nicht einfach. Wir haben ja schon lange nicht mehr gespielt, muss man ja dazu sagen. Genau, ja. Lalala. Eine Minute noch. 59 Sekunden. Bist du ein bisschen besser reingekommen, wa? Ja. Ich hab früher einen zweiten geschaltet. Ein bisschen rumdriften hier. Dass die Unterreifen wieder warm werden. Schon wieder blockiert ein bisschen. Ah, du hast bessere Traktion, besseren Grip mit dem Wagen, ne? Das alle Fälle, ja. Ja. Oh. Ich hab einen. Dann fahr euch weiter. Ich hab einen Penalty bekommen. Eine Strafe. Ah, ich vergesse mal hier, dass man hier noch durchfahren kann. Und dann langsam runterbremst. Ja. Muss man in die Kurve reinbremsen. Ja, die schnellsten sind wir vielleicht nicht. Aber dafür haben wir mehr Spaß dran. Ja, just for fun. Das hätten wir ja auch eine Stunde oder so den Wagen testen können. Das muss man eigentlich auch, aber wir haben es erst im Porsche getestet, in Cayman und jetzt im Maserati. Aber ich habe auch schon lange Assetto Corsa nicht mehr gespielt und eigentlich auch nur auf der Nordschleife. Das ist ja auch eine bockschwere Simulation. Ich weiß immer nicht, wie weit ich hier runterbremsen muss. Ja, da braucht man Übung. Das ist einfach so. Genauso wie hier. Ist auch schwer hier. Manchmal denke ich, ich komme zu langsam rein und dann, so wie jetzt, bin ich zu schnell drin. Na? Na jetzt.
Hast du eine Strafe bekommen? Ja. Man sieht das aber auch manchmal schlecht. Ja, die Grafik, das kann jetzt nicht mit Projekt Cars 2 mithalten. Man hat nicht so eine Weitsicht, finde ich. Also die Weitsicht ist schlecht. Zumindest in der Cockpit-Perspektive. Ich habe auch nur Cockpit. Ich habe halt ohne Lenkrad. Habe ich jetzt gerade mal die Einstellung. Man sieht einfach nicht so die Kurven, also wo es reingeht in die Kurve. Man sieht jetzt, das ist, also die Weitsicht ist nicht gut. Deswegen vertue ich mich auch manchmal. Hier geht das jetzt, aber in manchen Kurven hat man da echt ein bisschen Probleme, das zu sehen. Boah. Doch, noch abgefangen. Ja, das ist sauber gemacht, ey. Wenn du da nicht schnell genug gegenlenkst. Ja, jetzt kommt wieder hier die Twiggy-Kurve. Bisschen wieder im Nebel liegen lassen. Ah ne, das war zu spät. Definitiv. Boah, du musst es dann gerade festhalten, ey. Muss man auch, ja. Boah! Ich wollte immer voll drauflatschen, mal ein bisschen mehr wagen, aber. Dann ist auch ein bisschen ausgebrochen. Verloren. Ja. Ja. Aber ich habe auch nicht ganz so laut den Motorsound. Ich musste den jetzt ein bisschen runterstellen, meine lieben Freunde. Damit ich Eloka noch höre. Na okay, das war ein Tick zu früh.
Ja, Folgerunde könnte ich mich gut bei dir mit quasi orientieren, ne? Orientieren, ja. Genau, ja. Eieieiei. Ich habe das Gefühl, dass das Feedback irgendwie immer stärker wird. Nö, bei mir geht's. Ich komme langsam mit dem Wagen zurecht. Ich bin momentan auf meiner schnellsten Runde. Weil, hörst du das? Das wird ja immer mehr. Als wenn ich Platten hätte oder so. Ja, das kann sein. Bremsplatten oder so. Das gibt's auch alles in dem Spiel. Weil hinten links ist mega kalt, der Reifen, der kommt nicht auf der Temperatur. Na, bei mir wird das nicht eingeblendet, ich habe das nicht eingeblendet. Aber wir mussten ja auch die Bremskraft auf 90% stellen, sonst, der hat nämlich kein ABS, meine lieben Freunde. Bei 100% die Reifen sofort runter vorne. Haben wir die Bremskraft von 100 auf 90 gestellt und dann geht das. So, 3 Sekunden bin ich jetzt schneller. Oh, da ist ein Deutscher reingekommen. In die Lobby. Geil. Weil irgendwie ist hier wie Platten. Naja, das ist bei Assetto ein Ende realistischer mit den Reifen noch als bei Project Cars. Schön was drücken? Nö, ne? Machen die von alleine, okay. Ja, super, jetzt fährt Safety Car raus, oder was? Zwei sind reingekommen. Das wird doch interessant, meine lieben Freunde. Da könnt ihr gleich nochmal sehen, wie stark die sind und wie stark wir sind. Dann wird das zweite Let's Play auch noch interessant. Noch interessanter. Ja, jetzt fährt er sich schon wieder normal. Ich glaube, ich hatte Platten irgendwie gehabt. Das ist kein Safety Car, das ist ein Spieler. Ja, der darf jetzt hier bei uns im Rennen mitfahren, also das finde ich eigentlich nicht gut. So. Oh, das war die letzte Runde. Race over. Oh, ich kann's vorbeifahren. Nee, ich bin ja schon vor dem. Ja, der ist gerade jetzt an mir vorbeigefahren. Ich habe ihn ja vorbeigelassen. Mal sehen. Ja, der ist aber... Er hat einen Dreher gehabt. Gut, gehen wir mal in die Box. Reingefahren. Ja, wunderbar. Gut, meine lieben Freunde, das war das Rennen mit mir und Iloka. Und Deacon. Ja. Deacon. Hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Ja, wir haben uns ja gegenseitig verlinkt.
Genau so sieht's aus. Ja, ich habe doch noch den ersten Platz reingeholt, aber ist egal, darum geht's nicht. Hat Spaß gebracht und ja, gleich geht's weiter, weil da sind ja zwei neue drin. Und wollen wir mal sehen, ob die besser sind als wir oder ob wir besser sind. Ja, und das werdet ihr dann sehen. Alles klar, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye. Ciao, ciao. Ja, heute die zweite Folge von Assetto Corsa. Hier mit GT4 Maserati fahren wir. Einer fährt im Porsche, der ist auch Erster. Seht ihr ja im Qualifying. Bin 4 Sekunden dahinter. Ja, auf den Engländer müssen wir wohl aufpassen. Der ist ja, als wir das Let's Play vorhin beendet haben, hat er auch einen Dreher gehabt. Der ist wohl nicht ganz so gut. Ja, wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Wir sind insgesamt, ein Deutscher ist noch mit dabei, Dirk Sieber. Der fährt auch ein Porsche. Ja. Wollen wir mal schauen. Dass wir halt durch die erste Kurve kommen. So, hab meinen Rückspiegel wieder gefunden. Aber. Mein Sitz habe ich mal angepasst. Na, ist auch wichtig. Aber der Porsche ist, glaube ich, auch ein bisschen stärker. Wir sind den ja vorhin vor dem Maserati gefahren, sind wir Test gefahren. Ja, der hat mehr Bums, finde ich auch. Ja. Also schon von. Der hat auch ein bisschen. Ja. Irgendwie schon. Hat auch besseres Cockpit. Aber wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass dann auch Leute in die Lobby kommen. Wir waren immer erst zu zweit, aber manchmal kommen dann noch Leute rein. So, dann müsste es gleich losgehen. Oh. Der hat nur so getan, oder? Der Engländer ist Erster geworden. Mit Maserati nochmal 2 Sekunden schneller. Das ist natürlich krass, ey. Der hat sich nochmal richtig ins Zeug gelegt, ey. Naja, die Engländer darf sich unterschätzen, die Inselaffen, ey. So haben wir sie früher bei Gran Turismo immer genannt. Inselaffen. Na gut. Na gut. Lenkrad nicht vergessen. Ja, das ist wichtig, ja. Aber es ist nicht synchron, das Lenkrad mit meinem Lenkrad. Das bei dir auch so? Das musst du im Hauptmenü einstellen. Da steht irgendwas mit ja, Lenkrad, ja. Drehwinkel oder so. Ja, das war früher war das synchron und wir haben lange nicht gespielt und da waren wohl viele Updates gekommen und da muss man wohl wieder neu einstellen. Ich glaube standardmäßig sind 600 Grad drin. Ja, und das Lenkrad hat 1080. Genau, dann musst du auf 1080 einstellen. Dann im Hauptmenü quasi. Dabei genau, Controller-Einstellung. Ja. Ja. Das hat sich hundertprozentig wieder verstellt, weil früher war das synchron. Bei Projekt Cars ist das synchron beim zweiten Teil. Naja, gut. So, nochmal ziehen. So, es geht los. Ah, stark verpennt. Egal. Na, wichtig ist erstmal sauber durch die erste Kurve. Und nicht, dass ich schon wieder Platten kriege, ne?
übel, Alter. Da will ich auch gar nicht mithalten, weil das schaffen wir sowieso nicht. Ja, die haben umgestellt wahrscheinlich, auch Fahrwerk und so angepasst. Ja, die haben Setup und alles. Und wir nicht. Weil, siehst du? Also mich drückt's hier raus, ohne Probleme. Ja, mich hat's auch rausgedrückt. Das ist aber auch schon im ersten Rennen so gewesen, der schiebt irgendwie immer über die Vorderachse. Ja, man sieht es im Qualifying. 4 Sekunden pro Runde schneller, der andere ist noch schneller gewesen. Die fahren ihr Rennen und wir fahren unser Rennen. Das ist auch in Ordnung so. Also vorne links haut schon wieder was nicht hin, hier an meinem Rad. Da bleibt irgendwie blau. Mhm. Ja, aber die werden das auch viel öfters fahren. Ja. Aber so viel weiter sind sie auch gar nicht, also ich sehe sie ja noch. Na egal. Jetzt hauen sie sich auch gegenseitig raus. Die Kurve muss man echt aufpassen. Hier habe ich immer die meisten Strafen gekriegt, oder eigentlich nur. Das muss man echt vermeiden. Ah, gelbe Flagge, das kommt aber nicht von dir. Nee. Einer ist ins Kiesbett. Ja. Siehst du, das habe ich mir nämlich schon gedacht. Da haben wir Glück. Ja. Wir können auch mal einen Fehler machen, so weit sind die auch gar nicht weg. Müssen bloß uns konzentrieren. Konstant fahren ist nämlich wichtig. Ich auf eine Runde schnell. Deswegen kommen wir ja immer besser mit dem Wagen zurecht. Der Porsche hat auch ABS, hat der Maserati nicht. Ja, richtig. Aber die holen sich immer gegenseitig irgendwie. Ja, die spielen vielleicht zusammen. Vielleicht. Das kann auch sein.
Geben die überhaupt Vollgas? Irgendwie nicht so richtig. Alter, strifft die hier halt mehr hinterher, als was ich... Also wenn ich wirklich versuche dran zu bleiben, da bin ich hier nur am Driften so. Ja, die haben Setup, das ist definitiv. Ja, das hat früher beim ersten Teil von Project Cars auf der PS4 schon manchmal pro Runde 2-3 Sekunden ausgemacht. Da hatte ich noch gar keinen PC, meine lieben Freunde. Project Cars 1. Für PS4 bin ich auch mit dem Lenkrad gefahren. Aber da musste man ja so viel rumbasteln. Die Zeit habe ich immer nicht investieren wollen. Aber das macht viel aus. Ja, man kennt die Bremspunkte hier auch nicht und gar nichts. Also Imola fahre ich haben wir ja auch zu wenig. Also ich habe jetzt ja auch Assetto Corsa gespielt und Project Cars, aber alles auf der Nordschleife. Und eigentlich auch immer mit Straßenwagen. Oh, den einen habe ich jetzt mal einen Stupser gegeben. Weil er nicht rübergefahren ist. Ah, ich bin auf meiner schnellsten Runde. Ja, 2 Sekunden schneller. Oh, Alter. Oh, das habe ich ihn quer. Schade, ey. Hey, ich war an meinem Limit, ey. Das kann man nicht anders sagen. 2 Sekunden habe ich noch rausgeholt, aber... Naja, ich musste jetzt wegen dem ausweichen, ne? Ja, hat's mich gleich selber abgeschossen. Oh, du warst doch gut unterwegs, ey. Besser als ich. Weiß ich nicht, ich hab auch nicht auf die Zeiten geachtet jetzt.
aber die sind doch immer wieder vom Gas gegangen. Wären wir doch jetzt nicht dran. Logisch. Ich hab schon wieder Platten wahrscheinlich von der Links, ey. Ja. Sie hat bestimmt meinen Namen gelesen wegen YouTube. Wollte, dass wir alle zusammen ins Ziel fahren. Aber ich meine, ist auch nicht schlecht. Und ein bisschen rumgespielt. Race over. Ja. Ja. Ja, macht trotzdem Spaß, wie gesagt. Genau, erstmal was getrunken. Ja gut, meine lieben Freunde, ihr habt gesehen, ich habe alles gegeben. Dicken war diesmal sogar noch besser als ich. Ja, so schnell wendet sich das Blatt. Jo. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie gesagt. Ja. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye. Genau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.